Hallo und herzlich willkommen zum ersten Mal zu einer Folge Call of Duty WW2. Ich habe hier im Hintergrund schon einen passenden Hintergrund gemacht, einigermaßen. Ja. Und wir spielen Kampagne, wir spielen die Hauptstory da. Ja, das Spiel soll an bestimmten Stellen automatisch speichern, ja. Ich bin nicht wirklich gut darin in dem Spiel, aber das macht mir Spaß. Auf jeden Fall, wir spielen entweder Rekrut oder Soldat, aber ich glaube eher Rekrut, weil ich bin in dem Spiel noch nicht so besonders gut, deswegen lieber Rekrut. So, 1. September 1939, Zweiter Weltkrieg. So, jetzt geht's übrigens los, ne? Hitlers Kriegsmaschinerie hat einen Blitzkrieg gegen Europa entfesselt. In dieser dunklen Stunde müssen wir mit ganzer Kraft zum Bollwerk gegen die Unterdrückung werden. Der Ansturm der Nazis ist unsere größte Bewährungsprobe. Aber mit unseren Verbündeten werden wir uns ihnen stellen und sie besiegen. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Paul. Wir haben den 6. Juni 1944. Wenn du das nur sehen könntest, Bruder. Wir stürmen einen französischen Strand, dessen Namen ich nicht wissen darf. Und wir können Frankreich von den Nazis befreien. Aber das Warten gehört zum Kampf dazu. Ich soll also dem Kerl meine Uhr geben und denk so, was zur Hölle kann der denn mit meiner Uhr wollen? Der ist Captain von einem gottverdammten Footballteam. Aber ich habe in der Grundausbildung Freunde gefunden, die alle mit mir im Boot sind. Alle haben Schiss, aber keiner lässt es sich anmerken. Ich habe Sassmann in der ersten Woche gehasst, aber jetzt ist er der beste Kumpel, den ich habe. Er zieht Ärger an. Wenn nicht schon Krieg wäre, würde er einen anzetteln. Abgesehen davon sollten meine Finger noch dran sein für das Foto des Jahres. Styles will ein Fotograf fürs Life-Magazine werden. Sieht ein bisschen aus wie Clark Kent. Außer, dass er blind wie ein Maulwurf ist, wenn er die Brille abnimmt. Aiello ist der Veteran. Aber ganz ehrlich, er ist ein ziemlicher Hinterwäldler. Okay. Machen wir es etwas interessanter. Der heilige Michael. Schutzpatron der Soldaten. Passt auf mich auf seit Kasserin. Sassmann dreimal in 10 Sekunden. Und er gehört dir. Ich weiß nicht. Oh, nicht den Schwanz einziehen. Mein Mann ist Sassmann. Okay. Warum nicht? Ach, ihr spinnt doch. Ich sag Bescheid, wenn's losgeht. Wo war ich? Ich und meine Jungs, wir mischen uns unter diese Pokerrunde von Football-Schwachköpfen. Mit meinem System konnten die Jungs mir die Blätter der anderen anzeigen. Der Gesichtsausdruck eines Quarterbacks ohne den Pott. Okay? Mhm. Das passiert, wenn du einen Trickser austrickst. Jetzt. Du gehst mal, verdammt! Aiello hatte Kraft für 2 Männer. Na, sagt man, gibt Juden nicht die Hand. Letzte Nacht klang das aber anders. Und war engstirnig wie 6. War eh nur ein blödes Schmuckstück. Aber wirklich schick. Ja, ich hol mir einfach ein besseres. Eine echte Trophäe, warte. Na dann viel Glück. Oh! Na los, Besprechung um 1800! Ich regel das schon, Daniels. Halt dich einfach an mich. Die Besprechung fängt an. Was zur Hölle treiben Sie hier? Dann ist da noch Sergeant Pearson. Ein echter Schatz. Sie sind was Besonderes, was? Wollen Sie die Deutschen zum Tanz einladen? Nicht unbedingt, Sergeant.
Swing liegt denen nicht. Vorsichtig, Sashman. Mir nach. Ganz offensichtlich habe ich eine Glückssträhne. Was auch passiert, bleibt nah. Erst die Normandie, dann der Rhein. Wir schaffen das, Daniels. Heute bestreiten wir mit unseren Verbündeten eine Operation von beispielloser Wichtigkeit. Zur Errichtung eines Landekopfs in der Normandie, um die ausufernde deutsche Aggression zurückzuschlagen, die Europa seit 4 Jahren terrorisiert. Nur wir stehen zwischen der Welt und der Dunkelheit. Dies ist viel mehr als die Chance, sich zu Lebzeiten als Held zu erweisen. Wenn wir gewinnen, brennt sich unser Triumph in die Herzen und Köpfe einer dankbaren Welt für unzählige Generationen. Ich spreche von Ruhm, Männer. Wahrer Ruhm. Colonel Davis' Rede war nicht übel. Diese Ansprache erinnerte mich an die von Coach Johnson vor dem Spiel gegen Austin an Thanksgiving. Du erinnerst dich bestimmt, dass wir das Spiel mit 42 Punkten verloren haben. Ständig über Pearsons Schulter schaut Lieutenant Turner. Er hält ihn an der kurzen Leine. Reißt Pearson sich los? Kriegen wir alle was ab. Seit ich ein Gewehr halten kann, wollte ich sein wie du, Paul. Es war nie leicht, dir zu folgen. Aber ich werde es verdammt nochmal versuchen. Jetzt oder nie. Hey, ach, könnte ich doch nur heim zu ihr. Warte doch mal auf Paris. Wirkt ziemlich weit weg. Und wichtig, der Strand ist nur Zwischenstopp. Sie müssen vorrücken. Halten Sie den Kopf unten und keine Gruppen. Denken Sie an Ihr Training, dann kommen Sie heil da durch. Es macht mich stolz, Ihr Anführer zu sein. Jederzeit, überall. D-Day, 6. Juni 1944, Strände von Normandie. Die Strände wurden doch schon gesichert, oder? Haben Sie Angst, Private? Nein, Sir. Das sollten Sie. Daniels, hast du Feuer? Klar doch. Auf den Boden! What the hell? Eieiei, da geht's so richtig los. Schnell duften hier. Nein, von der Seite kommt auch noch was. Eieiei, wir bleiben am besten umfliegen erstmal. Das sah eklig aus. So, wir folgen Turner über die Seiten. Komm, raus mit uns. Da den wegstupsen ein bisschen und schnell hier rüber. Ins Wasser, Plotsch. So, folgen wir schnell Körner zum Punkt, da zum Ziel. So, schneller, lauf! Nehmen Sie eine Bangalore und gehen Sie zur Mauer! Wir müssen einen Weg zu den Bunkern freiräumen!
Nein, jetzt! Hier verwunden die Ausgebildeten! Nehmen Sie die Bangalore! So, nehmen wir das gute Ding und ab nach vorne. Wir müssen die Verteidigung von den Deutschen sprengen. Sie schaffen das! Ja, Sir! Oh Gott! Wer das wohl gewesen sein könnte, ne? So, erreichen Sie den, die Ufermauer. Ja, jetzt müssen wir die feindliche, Verteidigung brechen, ne? Von den Nazis, ne? Und was machen wir jetzt am besten? Wir verstecken uns erstmal und dann rennen wir darüber schnell. Ja, so schlägt man also. Mit R3. So, schnell rüber hier, da. Den Finger schnell nach unten. So, jetzt bleiben wir erstmal hier ein bisschen aufhören zu schießen und dann geht es schnell weiter. So, Turner sagt da lang, wir gehen mit. Hinter dem Wagen da. Oh, wir wurden getroffen, aber das ist nicht so wichtig, Mann. Aber es geht noch einigermaßen so. Was sagt die Seite da? Schnell rüber mit uns wieder. Schnell wieder ducken. Und dann sind wir gleich da, 25 Meter nur noch. Oh, oh, wir wurden schon wieder getroffen. Rennen! Und jetzt kommen wir ein bisschen dahin und jetzt sind wir da. Daniels, nutze die Bangalore, ich gebe Deckung! Nach dem Durchbruch zu dem Bunker vorrücken! So, das Ding hier schön zusammenknödeln und dann... Fast geschafft! Und dann in die Luft springen, das Zeug hier. So, anvisieren und jetzt... Boom! So, schnell rüber mit uns. Und dann töten wir hier zum ersten Mal ein paar Deutsche. Oh nein, schnell rüber da. Da lang wollen wir. Oh, das ist ein paar Deutsche. Ah, die haben wir getroffen, sehr gut. Da sind noch ein paar andere. Den haben wir auch erwischt. Und jetzt gucken wir, ob noch einer kommt. Kommt noch einer? Nee, kommt keiner mehr. Sehr schön. Ist der tot, der hier von uns? Ich glaube schon. So, und da ist noch einer. Nicht in die Eier schießen, da wollen wir nicht rein. Ah, das war einer von uns. Wie wechselt er mal die Waffe hier? Ah, eine Pistole haben wir noch. Nehmen wir noch diese Pistole von den Deutschen mit, die ist ein bisschen besser. Oh, eine MP40. Die ist noch besser. Nehmen wir die mit. Das ist meine Lieblingswaffe hier in dem Spiel. Eine deutsche Maschine, eine deutsche Maschinenpistole. Die finde ich sehr gut. Was haben wir hier Schönes noch? Gucken wir uns mal einmal hier um. In dem deutschen Bunker. Ah, da ist nichts. Ein paar Dosen zum Futtern. Die können wir aber leider nicht mitnehmen. So. Jetzt vorsichtig hier. Ah, da ist auch einer von uns. Hier, nimm das. Danke, Sassman. Und weiter geht's. Na, da ist hier nirgendwo mehr. Da ist ein Deutscher noch. Den nehmen wir natürlich noch mit. So, dann hätten wir nochmal. Okay, es geht los. So. Aber hier Medizin schlucken ein bisschen, da haben wir schon ein bisschen Leben verloren. Ein bisschen Gesundheit. Werfen wir mal eine Granate. So. Amerikaner! Angriff! So, da haben wir schon... Nee, noch nicht. Das ist ein Headshot, oder nicht? Mein Gott! Was ist los? Die sterben einfach nicht. So, ist da noch jemand drin? So, hier ist noch was, bisschen Medizin. Das sieht gut aus für uns. Und dann gehen wir mal eine Runde weiter hier, ne? So, was haben wir hier Schönes nochmal? Da, diesen Punkt da erreichen. Oh, da sind nochmal Deutsche! Den nehmen wir natürlich mit. Das gefällt mir nicht so. Oh! Boah, was war das denn noch einmal? Haben wir Sprengstoff getroffen oder was?
Oh, Headshot, das war schön. Ey, das gibt's noch nicht. Wir haben Headshot gelandet und der steht trotzdem auf dem Level. Meine Oma sagt immer, im Film oder so, wenn das so ein Ballerfilm ist, dann sagt sie immer, die stehen auf, wenn die getroffen werden, ne? Dann stehen sie auf und laufen weiter. Statt liegen zu bleiben und zu sterben. Hier ist irgendwie auch wahr, ne? So, Erinnerung gefunden. Gut, wir gehen jetzt... Oh ne, das ist Aiello, den dürfen wir nicht da verletzen. Das ist einer von uns. So, gehen wir mal hier weiter nach oben. Fahren wir fort in der Hauptstory. So, jetzt müssen wir mit der Waffe weiterkämpfen, weil die andere leer ist. Finden wir gleich in die Zucht mit Deutschen da wahrscheinlich. Oh, das war ein bisschen hell. Schnell nach oben mit uns. Da ist nichts mehr üblich. Oh, paar Deutsche, weg mit denen. Ah, das ging doch ganz gut. Gute Reaktion von uns, ne? So, wir müssen jetzt Bunker sichern, gut. Gut, gehen wir hier lang. Oh. Ich komme mit der Ego-Perspektive nicht zurecht. So, den haben wir getroffen. Dann haben wir auch noch einen. Wisst ihr was, gehen wir mal hier außen vorbei, außen rum. So wie Formel 1, ne? Gehen wir außen vorbei. Was haben wir hier Schönes? Ah, oh, da haben wir ein paar Soldaten von den Deutschen, die nehmen wir natürlich alle mit. Ja, kennen wir keine Gnade, da weg mit den Malakis. Getroffen, sehr schön. Langsam geht die Munition zur Neige. Jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen. So, das waren erstmal von der Seite alle. Was haben wir hier noch so Schönes? Nee, Verbandskasten haben wir erstmal noch ein bisschen. So. Da haben wir wieder ein bisschen Munition bekommen bei einer anderen Waffe. Das ist sehr gut. Die andere mag etwas mehr als die, was wir jetzt haben. Also, Rauchgranate. Ja, Rauchgranate. Räuchern wir die mal ein bisschen ein da hinten. Und dann ballern wir mal ein bisschen rum. Granate geworfen. Oh, scheiße, wir haben in falsche Richtung geworfen. So, da ist doch jemand drin. Können wir von der Seite auch noch reingehen? Weil da ist gerade zu viel Feuer schon. So, und hier kommt gerade keiner. Ne, gehen wir mal hier entlang. Ah, da ist ein Deutscher. Da weg mit dir. Mit dir auch natürlich. So. So, dann haben wir Sassmann aber wieder gerettet, wie immer, ne? So, nehmen wir hier so eine schöne MG-42. Ja, die macht dicke, richtig dicke Löcher. Wow! Seht ihr? Zwei Schüsse, drei Stück. Und da sind wir durch. Oh, da ist noch ein paar Verbandskasten. Nehmen wir mit. Schlucken wir ein bisschen Medizin. So, hier sind wir wieder zurück. Den ersten Bunker haben wir sicher. Jetzt zum zweiten. Da, weg mit dir. Danke, alles wieder gut. So, da oben ist nichts. Da ist auch nichts. Weiter geht's zum nächsten Bunker. So, hier geht's runter. Boah, der hat gesessen, Alter. So, werfen wir mal ein paar Granaten da rein. Schaden kann das ja nicht. So, neben zwei Stück. Auffüllen wieder alles. Und dann, was ist hier? Haben wir hier noch so Schönes? Nichts Besonderes. So. Jetzt müssen wir mal ein bisschen hier schießen. Scheiße, keine Munition mehr mit dem MG. Das Ding war eigentlich ganz gut. So, jetzt müssen wir das andere Zeug wieder nehmen. Diese kleine Pistole hier. So, Frontalangriff will ich noch nicht machen. So, jetzt müssen wir, gehen wir mal hier ein bisschen rein, da. Den hätten wir erledigt. Was haben wir hier noch Schönes? Werfe eine Granate! So. Das funktioniert. Nein, leider nicht. Hier sind noch ein paar. Oh scheiße, da wo wir die Granate eingeworfen haben, da war auch noch einer, aber leider ist er nicht so gestorben. Nein, Gott, was ist das hier wieder für ein Scheiß? Hin und her und überall. Oh, die unsere deutsche Pistole haben wir wieder. Die ist besser. Ja, guckt euch mal das an.
ein halbes Dutzend Kugeln verbraucht und dann stirbt endlich der Deutsche mal wieder, ne? So, nehmen wir hier die MG wieder mit. Hier schön mit Munition und dann hauen wir hier wieder richtig schön rein. Wo geht's hier entlang? Ah, von außen! Schöne Überraschung, Kuckuck! Boom, so geht das, habt ihr gesehen? So, hier haben wir nichts mehr, gehen wir mit denen mit. So, erstmal nachladen. So, und jetzt, da geht's nicht lang, so hier entlang. 31 Meter. Gehen wir mal ein bisschen geduckt. Pearson läuft schon mal vor. Die Artillerie greift den Strand an. Noch eine Angriffswelle, überleben wir nicht. Oh oh. Oha, wie viele hier noch rumlaufen an den Leuten. Sollen wir nachladen? So, 13 Schuss haben wir noch mit der MG und dann müssen wir wieder einmal wechseln. So, gehen wir mal hier hoch. Vielleicht haben die ein bisschen Munition für uns. Die anderen Pistolen noch. Oh, Flammenwerfer. Nein! Unser Flammenwerfer ist gestorben. Ich gehe rein. So, hier ist noch ein Deutscher zu erledigen. Was ist mit ihm denn nicht in Ordnung? Warum steht er denn da so in der Tür? Okay, das ist jetzt genug. Oh, das ging in die Hose, das wollte ich nicht. Ich wollte da durchwerfen, na egal. So, wisst ihr was, machen wir jetzt Frontalangriff. Nehmen wir hier den Flammenwerfer und dann räuchern wir die da alle aus, die Nazis da. So, mach hier durch und dann boom, weg damit euch. So. Hier an der Seite haben wir auch noch einen Nazi und dann noch hier. Alle ausräuchern, weg damit. Braucht man nicht sowas. Unnötig. So, dann gehen wir nach oben. So, hier haben wir auch noch einen. Weg mit ihm. Zack. So, alles aufladen hier. Nee, scheiße, wir haben so eine doofe... oh, MG haben wir. Das ist gut. Hier haben wir noch ein bisschen Medizin. Leben ist voll, sehr gut. Oh scheiße, jetzt habe ich das MG vergessen. Na egal. Was ist das denn für ein scheiß Gewehr, Alter? Nehmen wir lieber hier die deutsche MP. Guckt euch das an, da können wir so richtig rummetzeln. Wie so ein Metzger können wir hier richtig sein. Redi, boom, boom, bam. So, haben die hier noch ein bisschen was Vernünftiges? Ja, das sieht doch schon besser aus. So, am Nachladen gehen wir nochmal schnell nach oben, Munition holen. Für die Pistole hier. Ja, erstmal aufladen hier. So. Und dann nehmen wir hier die MG mit. Und dann hauen wir jetzt wieder richtig rein. So. Nächster Bunker bitte. Oh nein, jetzt sind wir beide erschossen. Die Idioten. Oh Mann. Egal. Bunker erreicht. So, da haben wir ein paar Deutsche mit ein paar Mörser geschossen. So, die hauen wir natürlich alle weg da. Oh nein, schnell zurückwerfen. Oh nee, doch. Nein, keinen neuen werfen. Oh, scheiße, Alter. So, wir gehen von der Seite wieder, ne? So, wir machen jetzt Frontalangriff. Einfach rein da in die Suppe und scheiße, keine Munition mehr. So, weg mit euch. Headshot gesetzt und weiter geht's. So, was haben wir hier? Gar nichts. Daniel, Sie und Sussman sich an den letzten Bunker. So, letzten Bunker, sage ich und Sussman. Versuchen Sie sich gut. Nicht umbringen zu Wo ist der letzte Bunker? Da entlang. Tür öffnen. Okay, Sussman. Noch einer. So, was steht hier? Wir halten bis zum letzten Mann. Ah ja, gut zu wissen. So, hier sind ein paar Deutsche, der letzte Bunker. So, da oben sind auch ein paar Leute, die haben wir, glaube ich, getroffen. So wie das aussieht. Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt gehen wir mal schnell wieder an die Arbeit, ne? Schnell rein.
ein bisschen Medizin schlucken hier, ein bisschen Gesundheit auffüllen. Und jetzt geht's an. Oh nein! Oh, ganz schnell die Vier drücken. Oh, meine Finger sind schon weg, für den Scheiß. Danke, Sassman. Nein! Was macht er hier? Scheiße, jetzt sind wir noch dran. Schnell hier, Kreis, schnell. Und jetzt wieder drücken. Drücken! Da geht doch! Und noch weiter drücken. Scheiße, wie lange sollen wir denn noch auf die gleiche Taste drücken? Ah, schnell den Helm nehmen und einmal BOOM! Genau, weg damit. Schnell, den müssen wir ausschalten. Da, genau so. Komm her, Kumpel. Fein gemacht. Kann nicht laufen. Oh, scheiße. Schub mich weg von hier. Oh, das wird jetzt schwierig. Wir bringen dich heraus. Halte durch. Zu Verbündetenzelt schleppen, ne? Verwundetenzelt, meinte ich. Nicht Verbündetenzelt. Wie komme ich da raus? Wir müssen zum Verwundetennest. Genau, Verwundetennest. Zum Zelt müssen wir da schnell hin. Linke Seite! Linke Seite, nein, das müssen wir auch noch machen, scheiße! Und dann haben wir so eine doofe Pistole hier vorne. Leer geschossen, ja. Normal. Schnell hier rüber, über die Sandsäcke. Wir müssen in Deckung! So, schnell rüber und dann schon wieder ein bisschen Geschosse. Hier sehe ich keinen mehr, da ist einer, wo noch? Da an der Seite ist auch noch einer. Das wäre alles. Was nennst du sicher? Ja klar, das ist sicher genug im Krieg. Oh, da unten ist noch Flammenwerfer. Schönes Ding. Ich verliere zu viel Blut. Halte durch! Ja, wir sind ja gleich da, entspann dich mal ein bisschen. Oh nein, die schon wieder! Rauchgranate, jetzt sieht gar nichts mehr, noch schlimmer als vorhin. Da ist einer. Und hier vorne auch noch einer. Nein, den haben wir nicht getroffen. Nachladen, schnell nachladen. Und jetzt hier einmal bum bum bam. Und ciao. Vorsicht! Genau, guter Schuss. Ist getroffen, weiter! So, schnell weiter geht's. Weiter geht's. Ich hab dich! Nein, eine Granate, wegwerfen! Boah, das war knapp. Schnell runter hier. Ich hab dich! Oh, hier sind auch noch welche. Leck mich doch am Arsch, ey. Leer geschossen! Genau. Und nein! Nein, hier sind auch noch welche! Mein Gott, die kommen wie Ratten aus den Türen da alle, aus den Löchern. Scheiße! Oh Mann! So, jetzt schnell weiter. Wir sind fast da. Sind fast da! So, da kommt noch ein Deutscher, schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben! Nein! Oh Gott sei Dank hat er die von oben erschossen. Gott sei Dank, das war richtig knapp jetzt schon. Okay, bleib bei mir! Sanitäter! Auch im Morphium! Du musst durchhalten. Die Frauen in Paris warten nur auf dich. Wirklich? Klar tun sie das. Ich, kann ich dein Mädchen noch mal sehen? Ist das dein Ernst? Schon gut. Ich sehe eh nichts. Ich leg mich einfach schlafen. Nein, nein, nein. Du musst wach bleiben. Hey. Daniels! Ich bin hier. Hilfe! Kann mir jemand einen Sanitäter holen? Ich mach das! Weg da! Er kümmert sich um ihn. Ich brauch sie bei mir, Daniels. Herhören! Da ist ein GPS-Geschütz bei der Farm die Straße rauf. Es feuert auf den Strand. Gehen wir! Wir kommen wieder zurück. Kontrollieren Sie die Munition und Granaten. Sie haben ihn gehört. Die Straße lang. Jetzt! So, nachgeladen ist alles. Daniels, ich hab Munition. Ja, dann her damit mit der guten Dings. So, alles ist nachgeladen. Also Munition nehmen wir später erstmal, ne? Jetzt haben wir genug. Und die deutsche MP ist auch vollgeladen. Sehr gut. Da haben wir genug Munition für gleich. Für den Angriff, für den Frontalangriff. So, da oben ist einer. Treffen wir ihn von hier aus? Ah, ja.
Ja, so ein bisschen haben wir den getroffen, aber das war nicht so besonders gut. So, hier haben wir noch ein bisschen was. Schnell hier rein. So, verstecken wir uns mal hier in einer Scheune. Zwei Splittergranaten. Auch Granate geworfen. Was anderes haben wir hier nicht mehr zur Verfügung. Oh nein, was sind das denn hier für Arschlöcher? Noch ein paar Deutsche sind hier auch in der Scheune. Von wo kommen die denn auf einmal? Nee, das geht so nicht. Bitte merk hier. Das geht so nicht. So. Da oben ist auch noch einer. Scheiße. Nein, zwei sogar, nicht nur einer. Mein Gott, das sind der richtige. So, müssen wir hier ein bisschen Medizin nehmen. Und jetzt geht's Frontalangriff. Jetzt müssen wir Frontalangriff machen. Das dauert so lange hier sonst. Wir ballern hier nur rum. Oh mein Gott, das war ja richtig knapp hier wieder. Und da kommen auch noch ein paar Leute. Alter, was sind das Arschlöcher hier? So, einmal nachladen gleich. Erstmal hier hoch. Den nehmen wir noch mit. Scheiße, Alter. Komm, nachladen und dann. Ey, das ist wie bei John Wick, ey. Der schießt auf uns. Wir bleiben stehen und laden nach und dann schießen wir wieder zurück. Komm, da ist so ein bisschen Medizin, so. Nehmen wir davon mal ein bisschen. So. Nehmen wir hier diese MG mit. Kann ja nicht schaden. Und dann ballern wir mal hier so ein bisschen rum. Obwohl wir keinen treffen, aber macht ja nichts. Kugel verschwinden können wir immer. So, die hauen langsam ab. So muss das sein. Weg mit denen. Können wir noch ein bisschen rumschießen? Die Kanone zerstören. Verstanden. Nee, da ist nichts mehr. Kanone zerstören. Runter mit uns. Ah ne, schießen wird wohl nichts. Wir müssen runter, wenn wir das mit Sprengsätzen machen. Hallo, was ist denn hier los? Oh, die haben ein bisschen mehr. Ne, doch. Ne, brauchen wir nicht mehr. Hier, Daniel, kaputt machen. Ich hab Munition. So. Explosion! Schnell weg hier. So. Gute Arbeit, Daniels. Okay, Männer, folgt mir zum Sammelpunkt. Ab zum Sammelpunkt. Wieder runter zum. Ich brauche einen Bericht über die Verluste. Ach, Pearson hat er gerufen. Wir gehen wieder zurück zu Sassmann, ne? Zu viele. Aber wir haben den Strand eingenommen. Für einen verdammt hohen Preis. So, dann werden wir wieder hier. Daniels. Und ich dachte, ich hätte alles gesehen. Wird er wieder gesund? Ja. Sie haben ihn zusammengeflickt. Ich hätte im Boot bleiben sollen. Das sagt er jetzt. Hey, was du da getan hast. Danke dafür. Ich denke, wir sind quitt. Wir stehen das durch. Bis zum Schluss? Bis zum Schluss. Rückenkopf gesichert. Wir errichten ein Lager bei der zweiten Reihe nach dem Kamm. Willkommen in der verdammten Ersten. Du bist weit weg von zu Hause, Bauernjunge. Auf das hier kann man sich nicht vorbereiten. Aber sie haben ihren Mann gestanden. Danke, Sir. Das wird schon, Junge. Danke. Ja, Sir. Natürlich. Ich weiß ja nicht, wer die glorreiche Idee hatte, Europa auf diese Weise zurückzuerobern. Aber eins ist sicher, er war heute nicht mit uns am Strand. Ah ja, was für ein netter Kerl, ne, der Turner einfach ist. So, die erste Mission hätten wir, ne? Beim nächsten Mal machen wir dann hier die zweite Mission, Operation Cobra. So, und ich würde mal sagen, das war's dann auch schon wieder mal von der Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt Daumen nach oben machen, ne? Und abonniert den Kanal, das ist immer noch kostenlos. Besonders bei mir hier, ne? Und bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao.